Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. So. Ja, letzte Folge sind wir hier hingegangen, Orkfriedhof. Ihr erinnert euch, Orks abschlachten und so, Beißer töten. Hier sind keine. Ja, und ich bin ziemlich lange von einem Ork weggerannt. Weil er anscheinend Bock hatte, mich zu schlachten, aber egal. Oh, da kämpfen ja welche. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Scheiße, wie viele sind da? Okay. So viel zu Orks, Alter. Oh, Mann, okay. Haben wir was gegen die Feuerball? Ich versuch's mal. Vielleicht bringt's ja was. Dieses Spiel ist verdammt geil, habe ich das schon mal erwähnt. Oh Mann. So, jetzt reicht's mir aber langsam hier. Ist doch wohl nicht dein Ernst, Alter. Ich kloppe hier und ihr haut mich einfach um. Und dann verpasse ich auch noch den Feuerball. Also gleich platzt mir aber der Kragen hier, Leute. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So, du bist tot. Okay, Mana-Bonus. Gott. Ein bisschen Fleisch essen. So, okay. Eine Winde. Wir drehen mal. Oh, der Weg in den Ork-Tempel ist offen. Beziehungsweise Ork-Friedhof, ja? Es ist ein Friedhof. Avoid this. So. Jetzt noch ein unnötiger Safe auf dem Chillig-Safe. Yo. Okay. Ganz ruhig. Hier sind nur 1000 Orks. Das ist nicht weiter schlimm. Hallo? Na, was geht, Orkspeer? Naja, du bist nur ein Speer, deshalb bist du total unwichtig. Ich suche lieber die etwas aggressiveren Orks. Aha. Wo sind die? Ich bin schön, ich habe gerade gehört, wie einer die Waffe gezogen hat. Oder habe ich mich dann nur geirrt? Da ist ein Templer. Da ist er ja. Ja, ja, komm her, du Penis. Du bist tot, das wollte ich nur mal so sagen. So, okay, da hier jetzt endlich alles tot ist, kann ich mich jetzt nun endlich mit diesen, Gräbern beschäftigen. Hier sind Mumien. Mumien sind ziemlich cool, weil man die ausnehmen kann. Haben wir eigentlich einen Lichtzauber oder so? Nee, leider nicht. Wir haben übrigens jetzt Windfaust, Schlaf und Pyrokinese. Ah doch, wir haben Licht. Cool. Leider kein Mana mehr. Trink mal ein. So, Licht. Nein. Ja, genau. Ah, ist schon viel besser. So, Mumie. Heiltränke und ein Feuerball. Also lohnt sich schon manchmal, die auszulooten. Nachtschatten. So, das sind so... Genau, das sind Stollen. Das Wort habe ich gesucht. An die Dingern kommt man auch irgendwie ran, aber irgendwie muss man Schalter suchen.
Worauf ich jetzt eigentlich absolut keine Lust habe. Ich mache jetzt nur wahrscheinlich nur die leicht zugänglich sind. Hat da gerade jemand eine Waffe gezogen oder? Egal. Du hast einen Mana-Trank. Du hast gar nichts. Armes Schwein. Jo, da ist jemand am Kämpfen. Ich höre das doch schon. Na egal. Juckt ja keinen. So. Ja, hier sind irgendwo überall Schalter versteckt, aber ich weiß natürlich nicht, wo überall. Also, Mondschatten hatten wir die Pflanze schon? Ich glaube nicht, oder? Mondschatten ist, glaube ich, neu. Das ist ja stark. Na, ihr habt es aber hier gemütlich gemacht, ne? Oh, cool, die haben ziemlich viele Tränke dabei. Ja, trotzdem alle verreckt. Lass mich raten, ihr habt euch hier versteckt vor den Orks. Aber leider nichts zwischen die Zähne gekriegt. Oh. War ich an euch schon? Ich merke mir das gar nicht. An welchen Stollen ich schon war. Ne, hier war ich noch nicht. Und wieder runter und dann hier rein. Hallo. Heiltrank. Heilung und Feuerpfeil war das. Okay. Und du. Du hast gar nichts. Du bist auch eine arme Sau. Hm. Gut. Da oben war ich noch nicht. Ja, Mumie. Du bist leer. Du bist genauso leer. Ach ne, warte, kann sein, dass ich hier doch schon war. Nee, der hat Heilung. Okay. Runter. Ui. So. Oh, da sind noch mehr Orks. Speichere ich eben ab. Nein, ich habe den Safe ge... Oh mein Gott, was war denn das jetzt? So ein Ranz, ey. So, das ist der neue Safe. Ach, komm her, ey. Oh, 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 oh. Was mache ich denn jetzt? Du bist nur ein Speer. Der hat ziemlich reinhaut. Alter! Ich glaub's ja wohl nicht, Alter. Ohne Scheiß. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, jetzt gibt's Rampage, Alter. Ohne Kack. Dummes, dummes Viech, Alter. Du bist der Nächste. Komm, Alter. Und laufen. Okay. Schluss mit Rampage. Es war schon heftig genug. Ja, trinken mal ein paar Heiltränke, geht ein bisschen schneller. So. Du bist der Nächste, mein Freund. Ja, brauchst jetzt gar nicht so doof zu gucken. Oh, heftig. So, hier noch ein paar Waffen von denen. Lichtzauber ist übrigens weg. Ist ja kacke. Ah ja. Habe ich K.A. Okay, guck mal an, wo geht's hier los? Ach, da sind sie am Kämpfen. Ja, ja. Beachtet mich doch gar nicht. Idioten. Komm mal her, Alter. Die beachten mich gar nicht, das ist so geil.
da lebt ja noch einer. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Was laberst du da? Du hast ja nicht unendlich HP oder so. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Na klar. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Alter, dieser Ort heißt hier nicht umsonst Orkfriedhof, verstehst du? Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Oh Mann, was für ein Nerd. Wie auch immer, was haben die Templer eigentlich dafür für Schwerter dabei? Richtschwert. Einhandwaffe, 30 Damage. Ah, geh weg damit. Ist ja so eine 0815 Waffe. Braucht keine Sau. Ganz ehrlich, braucht wirklich keine Sau. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Stollen hier an. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Das ist schon alles ewig her. Ich weiß nur, wie die ganze Sache hier ausgehen wird. Ah, egal. Kicken wir uns das mal an. Oh, da ist ein Ork. Natürlich. Hallo. Na, du bist aber fleißig am Patrouillieren. Konnte. Boah, was ist denn hier? Sag mal, du bist irgendwie aber nicht Argo drauf, ne? Wie auch immer, ich bräuchte mal hier ein bisschen Licht. Okay, hier ist nichts. Und hier ist doppelt so viel nichts. Okay. Ah, hier geht's weiter. Da sind noch mehr Orks. Das sind voll die Pazifisten, ey. So, du hängst. Boah, das dauert mir wieder viel zu lange. Komm her. Ey, du könntest mir auch ein bisschen helfen, Alter, ohne Scheiß. Der steht hier so chillig rum und wartet, bis ich das Ding fertig gekloppt habe. Unglaublich. Ja, genau du. Jetzt eben voll essen und dann gucken, was sich hier verbirgt. Was geht denn jetzt ab? Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Oh Mann, Alter. Oh, was haben wir denn da? Ein Schalter. Hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. So, du hast einen Trank. Kruschbach. Pergamenthälfte. Und ja, Balukor. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Super. Ja, wie gesagt, das... Ich habe noch gar nichts gesagt, aber egal, ich sag das nur so gerne. Alles weitere in der nächsten Folge. Let's Play Gothic 1. Haut rein, Leute. Ciao.